Moin Moin und willkommen zum Bundesliga-Tipp. Zweite Liga, zweiter Spieltag. Erste Liga ist immer noch nicht angekommen. Ja, aber nächste Woche nach diesem Spieltag ist DFB-Pokal. Ja, die Erstligisten beginnen und die Zweitligisten spielen gegen Erstligisten, spielen gegen Drittligisten, spielen gegen Unterligisten. Das ist, ja. Erster Spieltag, warum? Punktestand steht hier unten, hoffe ich mal. Wenn es nicht hier unten steht, dann steht es in der Infobox. Wenn es hier in der Infobox steht, dürft ihr dieses Video disliken. Los geht's mit meinen Tipps und den Tipps von Kai. Das erste Spiel zwischen dem VfR Aalen und dem FC St. Pauli tippe ich auf einen 1:0-Sieg der Paulianer. In der Statistik gesehen hat eigentlich bei dieser Begegnung immer das Auswärtsteam gewonnen. Warum dann nicht heute auch? Ja, der Tipp von Kai, dasselbe. Wie er jetzt auf das Ergebnis gekommen ist, könnt ihr ihn gerne anschreiben, könnt ihn gerne fragen. Ne? An der Seite bei den befreundeten Kanälen ist er vorhanden. Und sonst, wahrscheinlich schreibt er nochmal unter diesem Video, dass er da ist. Das nächste Spiel ist zwischen dem FSV Frankfurt und dem KSC. Ja, der KSC hat sich sehr schwer getan, gegen Union Berlin irgendwie das Tor zu machen. Hat es einfach leider nicht geschafft. Andersrum, das Unentschieden war gerecht. Bei Frankfurt, die haben ihr 1:0 weggeschenkt. Die haben verloren. Ich glaube, die waren die Ersten, die in dieser Saison verloren haben. Das ist natürlich bitter, wenn du jetzt als erstes Team verlierst. Andersrum, die anderen Spiele sind alle halt unentschieden ausgegangen. Bei dieser Begegnung tippe ich auf einen 1:3-Sieg für Karlsruhe. Was interessant ist, in der letzten Saison war das ja so, dass dieses Spiel auch am zweiten Spieltag stattfand. Und auch an der Rückrunde am zweiten Spieltag. Damals am 19. Spieltag war das so, der KSC hat 3:0 geführt. Ja, bis Jelen kam. Jelen wurde eingewechselt bei FSV Frankfurt und urplötzlich dreht er das Spiel. Er ist Spieler des Tages geworden. Zwei Tore hat er selbst geschossen. Und ja, ich denke mal nicht jetzt, dass er an diesem Spiel so überragend spielen wird. Glaube ich nicht. Spielt er überhaupt noch da? Weiß ich nicht. Kai's Tipp 1:1. Das nächste Spiel ist zwischen Union Berlin und Fortuna Düsseldorf. Ja, wer das Auftaktspiel gesehen hat, hat gesehen, dass 2:2 hätte auch völlig anders ausgehen können. Die Elfmeter, die es da nicht gab, ist natürlich für Fortuna schon mal gut, dass die nicht gegeben worden sind. Aber ne, man hätte das so schon ein bisschen. Dazu ja auch noch die Diskussion, wer steht jetzt im Tor von Düsseldorf, Rensing oder doch Unterstall. Momentan Rensing. Mal gucken, wie lange noch nach meinem Spieltipp 1:1 kann es sein, dass jetzt der Torwechsel stattfindet. Kais Tipp 1:0 für Fortuna. Das nächste Spiel ist zwischen Eintracht Braunschweig und den FC Heidenheim, der Aufsteiger, der als erstes in dieser Saison gewonnen hat. Ja, Braunschweig als Topfavorit in dieser Saison dabei. Ich würde ihn aber nicht als Aufstiegsaspiranten sehen. Erst recht nicht, wenn man das erste Spiel jetzt gegen Düsseldorf gesehen hat. Obwohl, erstes Spiel, ne, kann man ja mal machen, kann mal passieren. Ich sage nur, letzte Saison Paderborn, die haben auch die ersten drei, vier Spiele echt katastrophal gespielt. Man hat gedacht, ach, Paderborn, die spielen dieses Jahr um den Abstieg. Dann hat schon so aufgestiegen. Also, ne, vage, vage. Heidenheim steht oben. Diese Kandidaten hatten wir auch schon, die in den ersten Spieltagen super gespielt haben und dann runtergeknallt sind. Ich sag nur, Energie Cottbus letzte Saison waren auch nach irgendwie 4 Spieltagen top. Die waren aufstiegsaspirant und urplötzlich ging es abwärts. Ich hoffe, dass das bei Heidenheim nicht passiert und Braunschweig gewinnt 2:0. Kais Tipp, ebenfalls 2:0. Ja, die sind nicht irgendwie in irgendeiner Hinsicht abgesprochen. Er sendet mir die Tipps eigentlich erst, nachdem ich meine fertig habe, zu. Zufälle gibt's. Das nächste Spiel ist zwischen Erzgebirge Aue und dem VfL Bochum.
An dieses Spiel kann ich mich vor 2 Jahren erinnern. Damals war das so, es war in Aue Schnee. Es war Schneechaos. Bochum hat das 1-0 gemacht und dann sind sie auseinandergebrochen. Die haben 1-6 verloren. In der letzten Saison war das jetzt nicht so interessant, die beiden Spiele, würde ich mal sagen. Das eine Spiel, auch in Aue, war das so, Bochum hat eigentlich das Spiel, ja, leichtfertig aus der Hand verschenkt. Sie haben das 1-0 gemacht, haben das runtergespielt und dann, zweite Halbzeit, kam Aue und hat die 2 Tore gemacht. Sieg für Aue. Nun, in Aue, tippe ich, wird es diesmal eine Niederlage geben. 1-2. Und Kais Tipp, Sieg für Bochum 1-0. Das nächste Spiel ist zwischen dem FCI und Darmstadt 98, den SV Darmstadt 98, ja. Ja. Die Darmstädter, eigentlich meinerseits, nee, will nichts Böses sagen, aber meinerseits Favorit für den Abstieg, hat aber im ersten Spiel zumindest gezeigt, dass sie in dieser Saison was reißen können. Wie viel ist die andere Frage? Gegen den FC Ingolstadt wird es ein Unentschieden geben, aber ein sehr interessantes Unentschieden, ein 2-2. Kein Tipp dazu. Darmstadt gewinnt 2-1. Das nächste Spiel ist zwischen den TSV 1860 München und RB Leipzig. Ja, die Fankampagne gegen Leipzig. Mal gucken, wie lange das noch wird. Ich denke mal, die ganzen 34 Spieltage. Aber Leipzig hat ihr erstes Auswärtsspiel. Mal gucken, ob die Heimmannschaft jetzt mal zu Hause bleibt oder ob da jetzt nur Buh-Gesänge kommen. Ja, weiß ich nicht. Das Stadion von Leipzig war zumindest so gut wie leer. Ich glaube, die Hälfte der Plätze war noch frei. Bin ich bitter, erst recht, weil ich bin ja der Meinung, dass auch andere Teams halt sich auch so finanziert haben. Ne? Bloß halt nicht mit dem Logoverkauf und so, aber sonst ist das dasselbe. Deswegen, also, ja, der TSV 1860 München, dazu kommen wir später nochmal bei Kaiserslautern, die sich am Montag geschlagen haben. Leipzig gewinnt 2-0. Kais Tipp, 1-0. Da kommen wir nun zum SV Sandhausen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und gleichzeitig auch wiederum zum Montagsspiel, was ja erst jetzt vorgestern war. Was war das denn? Also alle, die sich das angeguckt haben, der Torhüter von Kaiserslautern, der Sippel, ist vom Platz geflogen. Ja, gerecht. Ach, schon. Aber, das ist große Aber, dann hat 1860 München 2 Tore geschossen. Normalerweise müsstest du so ein Spiel mit einem Ersatztorhüter im Tor und einem 0-2-Rückstand eigentlich verlieren. Das müsstest du also theoretisch, müsstest du das Spiel eigentlich verlieren. Was hat Kaiserslautern getan? Die haben das Spiel gedreht. Die haben gut aufgespielt. Die haben das gezeigt, was sie in der ersten Halbzeit nicht gezeigt haben. Und ein völlig verdienter Sieg. Also wenn es jetzt so eine FIFA-Aufgabe geben würde, klar, ne? Der Kampf am Betzenberg würde ich das nennen. Und diese Motivation von den neuen Torhütern, von den Ersatztorhütern, jetzt gegen Sandhausen, mit dem Torschussfestival, ein 2-4. Ich denke mal, Kaiserslautern wird wieder ein paar Gegentore kassieren, aber wenn die wirklich so gegen Sandhausen spielen, jetzt wie gegen 1860 München, dann werden sie sicherlich auch ein paar schießen. So, 4. Kais Tipp dazu 2-0 für Kaiserslautern. Kommen wir nun zum Topspiel, zum Montagsspiel. Die anderen Spiele habe ich ja immer nicht so groß genannt, aber das Montagsspiel muss man ja immer kennen, weil das ja auch im Free TV läuft, nämlich auf Sport 1. Diesmal ist es das Frankenduell zwischen Fürth und Nürnberg. In der letzten Begegnung zwischen diesen beiden Teams, das war nicht letzte Saison, sondern vorletzte Saison, haben die Fürther in Nürnberg gewonnen. Ja, jetzt musste sich Nürnberg dafür rächen, weil jetzt gibt es die Möglichkeit, sich zu rächen. Und Nürnberg Top-Favorit auf den Aufstieg ist. Wobei gegen Aue, naja, das 1-0, das war ja
wirklich, die hätten hoch gewinnen müssen, haben sie nicht getan, haben das Tor nicht getroffen, hatten viel Pech dazwischen. Fürth gegen Bochum, ja, ausgeglichenes Spiel, ein Unentschieden, völlig verdient. Jetzt das Spiel, tippe ich auch auf Unentschieden, 1-1. Wieso 1-1? Es ist ein Derby, also klar, ein Derby, Montagsderby. Und ich denke mal, dass sowohl Nürnberg als auch Fürth alles geben. Denen ist den Pokal völlig egal. Wenn sie das Spiel gewinnen, dann kann der Pokal gestohlen bleiben. Wenn sie das aber das Ding verlieren, dann. Ja, armer Pokalgegner. Armer Pokalgegner. Kais Tipp 2-3. Das klassische Derby. Du, das klassische Franken-Derby. Das wird auf jeden Fall interessant. Ja, mit meinen Tipps wird das auch interessant. Liegt jetzt leider noch zurück mit 14-17. Aber. Wie findet ihr das neue Punktesystem? Gut, schlecht, mittel? Und noch die letzte Frage. Mitmachen noch möglich? Tipps noch möglich? Erste Liga, zweite Liga, Endplatzierung noch möglich? Bis zum sechsten Spieltag jeweils des Spieltags. Der Liga, ja. Ja. Anpfiff der sechsten Spieltagsliga. Das war's von mir. Wir hören uns bestimmt zum nächsten Tipp. Bis dahin, macht's gut.